meinen Augen ist Vincent van Gogh der einzige Maler, der die Seele des Menschen ungeschminkt so einfängt, wie sie auch ist. Und deswegen ist er für mich der Motor, auch für mich auch mit ihm andauern und mit seinen Themen und mit seinem Leben zu beschäftigen, weil ich mich automatisch damit auch mit mir auseinandersetze. Ich bin eigentlich Pianist und Komponist. Das war vor Vincent zugegen. Das ist auch mein Hauptjob. Um Pianist zu werden und die ganze klassische Harmonielehre zu lernen, muss man eins haben: Disziplin. Und die Disziplin war die Vor- oder Grundlage dafür, dass ich mich an das gesamte Hauptwerk angewandt habe oder angenähert habe. Ich habe jetzt noch 281 Bilder zu malen, damit ist das Gesamtwerk geschafft. Das braucht ungefähr 5 Jahre. Dann habe ich aber noch die 1000 Zeichnungen, die keiner in Farbe gemalt hat. Ich glaube, man darf nie zu früh zufrieden sein. Wenn einfach noch mehr geht, ja, da bin ich mehr zu Hause. Da bin ich gefordert, da bin ich, ist mein Motor an, meine Register wollen gezogen werden. Und das ist einfach befriedigender, das ist schöner. Die Bilder ja nicht für mich. Ich möchte ja nur ein Anstoß dafür sein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auch mal dorthin sieht, vielleicht auch mal wieder an das Menschliche sich erinnert, etc. Von alt bis jung, selbst kranke Menschen, die kaum die Treppen laufen können, kommen auch hier hin und so weiter. Also ich denke, wenn ich das Gesamtwerk gemalt habe, gehe ich natürlich da weiter. Und dann werde ich genauso weiter experimentell weitere Wege in der bildenden Kunst suchen. Weil ich jetzt eine super Grundlage und Erfahrung habe, um auch, und ein Grundgerüst, um weiter experimentieren zu können. Also werde ich vielleicht einen neuen Begriff schaffen, wenn ich Glück habe. Mal sehen.